Die heutige Geschichte stammt von einem Mann, der im Krankenhaus lag, als sein Herz aufhörte zu schlagen. Dann traf er seine Großmutter, die an Lungenkrebs gestorben war, und sie sprach viel mit ihm. Das gab ihm schließlich eine neue Perspektive auf das Leben. Beginnen wir mit unserer heutigen Geschichte. Als ich klein war, wuchs ich bei meiner Großmutter auf. Sie war sehr gut zu mir. Obwohl die Familie sehr arm war, hat mein Großvater einige seiner Spielsachen für mich selbst hergestellt. Wenn ich auf mein ganzes Leben zurückblicke, war meine Kindheit die glücklichste Zeit meines Lebens. Als ich 21 Jahre alt war, starb meine Großmutter an Lungenkrebs. Ich weiß, dass sie in ihren letzten Stunden ein sehr schmerzhaftes Leben führte. Es war auch eines der bedauerlichsten Ereignisse in meinem Leben. Ich war zu der Zeit in einer anderen Stadt in der Schule und konnte sie nicht mehr sehen. Danach habe ich mir viele Jahre lang sehr viele Vorwürfe gemacht. Ich habe unzählige Male von ihr geträumt. Ich hatte eine gescheiterte Ehe, die 5 Jahre lang dauerte. Diese 5 Jahre waren eine emotionale und körperliche Tortur. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie ich mich damals fühlte. Ich lebte mit meinen Kindern zusammen. Obwohl ich die ganze Zeit hart arbeitete, hatten wir Mühe, über die Runden zu kommen. In der Mitte gab es eine Zeit, in der ich sehr ängstlich war und nachts oft nicht schlafen konnte. Ich wurde auch immer mürrischer und verlor oft die Beherrschung gegenüber meinen Kindern. Mein Arzt verschrieb mir einige verschreibungspflichtige Medikamente, um meinen Schlaf und meinen Geisteszustand zu regulieren. Im Laufe der Zeit wurde ich von diesem Medikament abhängig. Es gab noch einen weiteren Vorfall, der mich noch mehr erschütterte. Aufgrund eines Fehlers, den ich bei der Arbeit gemacht habe, wurde ich von meiner Firma entlassen. Ich war nicht in der Lage, meine Miete pünktlich zu bezahlen. Der Vermieter forderte uns auf, innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszuziehen. Ich kann keinen anderen Ort mehr finden, den ich mir leisten kann. Ich wusste nicht, was ich als nächstes tun sollte. Ich kaufte etwas Wein und ging zurück in mein Zimmer. Ich weinte, während ich trank, und fühlte mich so hilflos. Nach einer Weile spürte ich, wie mein Magen sehr unruhig wurde. Dann wurde es immer schwieriger zu atmen. Während ich mich so fühlte, schrieb ich meiner Schwester eine SMS, aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Als sie die Nachricht erhielt, rief sie mich immer wieder an, und ich ging nicht ans Telefon, weil ich ohnmächtig geworden war. Als sie bei mir zu Hause ankam, sah sie mich in meinem Schlafzimmer auf dem Boden liegen. Dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Meine Schwester war auf dem Flur des Krankenhauses gewesen. Als eine der Krankenschwestern herauskam, fragte meine Schwester nach meinem Zustand, und die Sanitäter sahen sie an und sagten, sie müssen nur für ein Wunder beten, denn mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Die Ärzte versicherten mir auch, dass sie mich bis zum letzten Moment nicht aufgeben würden. Als ich wieder aufwachte, stand ich auf einer Landstraße und sah mich einem Meer von Blumen gegenüber. Die Sonne war so warm. Ich spürte einen Mann hinter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich meine verstorbene Großmutter. Ich konnte es nicht glauben und habe vor Aufregung gequietscht. Ich erinnerte mich an jedes Detail von ihr, sie sah jünger und lebendiger aus als zuvor. Sie trug ein lila Kurzarmhemd. Nachdem wir uns umarmt hatten, nahm sie meine Hand und sagte, lass uns reingehen. Noch bevor ich eintrat, konnte ich die Zwiebelsuppe riechen, ein Geruch, der mir nur allzu vertraut war. Ich hatte es seit Jahren nicht mehr gerochen. Es war das Lieblingsgericht meiner Großmutter und auch mein Lieblingsgericht als Kind.
Ich war innerlich so aufgeregt, dass ich mich in meine Kindheit zurückversetzt fühlte, zurück in diese glückliche Kindheit. Als ich an der Küche vorbeiging, sah ich den Garten vor dem Fenster, der voller Blumen und meiner Lieblingschrysantheme war. Als ich das Wohnzimmer betrat, sah ich meine verstorbene Tante, die mich anlächelte und begrüßte. Der Raum war gefüllt mit meinen verstorbenen Verwandten, von denen ich einige nicht kannte, aber wusste, dass sie zu unserer Großfamilie gehörten. Meine Großmutter nahm mich an die Hand und sagte, "Möchtest du mit mir im Garten spazieren gehen?" Es war sehr schön draußen und ich habe sofort zugesagt. Als wir in den Garten kamen, setzten wir uns auf die Schaukel. Auf der anderen Straßenseite befand sich ein endloses Meer von Blumen. Wir sahen uns an und lächelten. Sie sagte mir, ich solle mich nicht schuldig fühlen, weil ich sie nicht ein letztes Mal gesehen habe. Sie war nicht wütend, weil sie verstand, was ich durchmachte. Sie sagte mir auch, dass sie stolz auf mich sei, weil sie mich für einen kompetenten Vater halte. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, dass ich meine Ehe beendet habe. Sie sagte, sie wisse alles darüber. Sie wies mich auf meine Fehler hin und sagte zu mir, gib nicht auf, Liebling, du wirst deine wahre Liebe treffen, das verspreche ich dir. Sie sagte auch zu mir, eigentlich bin ich immer für dich da, du kannst mich nur nicht sehen. Wenn sie mich brauchen, sollten sie meine Anwesenheit spüren können. Sie war sehr dagegen, dass ich rauche, und ich musste ihr versprechen, nicht mehr zu rauchen. Er fuhr fort, ich liebe dich, mein Schatz, vergiss das nie, und ich freue mich, dich zu sehen. Plötzlich wachte ich in der Notaufnahme auf. Ich spürte, wie mein Herz schlug, als ich wieder in meinen Körper eintrat. Meine Schwester war 3 Tage lang bei mir im Krankenhaus gewesen. Dieser Vorfall ist 7 Jahre her, aber ich kann mich an alle Einzelheiten erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich habe beschlossen, den Menschen, die mich verletzt haben, zu vergeben und zu vergessen. Es fühlt sich wirklich gut an, und ich habe eine neue Perspektive für das Leben. Schließlich habe ich meine Nachbarin geheiratet. Obwohl unser Leben sehr ereignislos ist, bin ich mit dem Leben, das ich jetzt führe, sehr zufrieden.